Euer Wizard am Start und heute kommt kein Shizu-Talk, sondern ein Shizu-Storytime. Craziness-Talk, was mir passiert ist in der Schizophrenie halt. Und ja, dann fangen wir mal. Ah ja, und vorher noch Entschuldigung, dass das Video etwas spät kommt, nicht um 6 wie geplant. Aber ja, weil es ist jetzt Trainer, das ist blöd. Ziemlich doof. Okay, scheiße. Ich bin aber so aufgeregt wegen einem Storytime-Video. Ich erzähle euch nicht alles von Anfang, ich erzähle euch einen kleinen Teil. Also, in der Schizophrenie, das was vorher war, wird auch einmal kommen, aber heute geht es um diesen einen Tag, wo ich das erste Mal nach Mauer gekommen bin. Es war ein ganz normaler Tag, ich habe schon die Stimmen gehört, Halluzinationen gehabt und viel erlebt. Und dann ist irgendwie dazu gekommen, dass die Stimme gesagt hat, wo ich mir 100% sicher war, dass Gott ist, hat zu mir gesagt, wir müssen noch einmal von vorne anfangen, weil was falsch passiert ist. Und ich soll den Tag irgendwas Verrücktes machen. Die Stimme hat mich provoziert und hat gesagt, morgen ist sowieso aus und ich habe es geglaubt. Und dass ich was Verrücktes mache. Und was wirklich Verrücktes. Am Anfang habe ich im Haus geraucht. Das war nicht wirklich verrückt, aber ja. Und die Stimme hat mich immer weiter angestachelt und gesagt, das würdest du machen, wenn das dein letzter Tag wäre. Morgen ist sowieso wieder von Anfang an. Ich werde es zwar nicht mitbekommen, es ist wie vorgespult und ich wache einfach am nächsten Tag auf. Was sich schon ziemlich unlogisch anhört, aber in der Schizophrenie glaubt man das. Das ist einfach so, da glaubt man an diese verrückten Sachen. Es ist einfach so. Es ist schwierig, aber das haben viele Schizophrenen und Psychotische, auch wenn man es nicht glaubt. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, was wäre verrückt. Ich habe noch keinen Führerschein gehabt, aber ich habe mir gedacht, mit dem Auto irgendwo hinfahren, wo es schön ist. Irgendwo so. Ich fahre einfach mit dem Auto irgendwo hin, wo es mich hindert. Mit einem gestohlenen Auto übrigens. Nicht von irgendeinem Fremden, sondern von meiner Mutter. Und da meine Mutter an diesem Tag gerade Mittagsschlaf gemacht hat und ich sie nicht aufwecken wollte, das Auto war in der Garage und ich war wirklich voll in der Schizophrenie drin. Das hört sich blöd an, aber ich habe mir dann das Caritas-Auto genommen, das Arbeitsauto von meiner Mutter und bin tatsächlich, weil das draußen gestanden ist, gefahren. Und dass ich euch das jetzt noch besser erklären kann, brauche ich kurz mein Whiteboard. Also bis gleich. Okay, meine lieben Leute, jetzt sind wir beim Whiteboard und ich habe euch da schon was aufgezeichnet. Also, da ist der Start. Da bin ich mit, habe ich das Caritas-Auto, also das Arbeitsauto meiner Mutter genommen und bin einfach mal gefahren. Alles ist entspannt. Die Stimme hat mich weiterhin provoziert, dann bin ich schneller gefahren, das sind die Brücken übrigens, das sind zwei Brücken. Dann bin ich hier weitergefahren, so raus, in diese Richtung und da habe ich einen Unfall gebaut. Bin ich in ein geparktes Auto reingefahren, was immer noch sehr belastend ist. Aber ich komme schon damit klar, muss man sagen, und ich war wirklich extrem schizophren. Und sowas kann wirklich passieren. Ich habe schon Sachen gehört, die Ärger sind, dass das, aber das ist wirklich ein von meinen ärgeren Erlebnissen auch gewesen. Auf jeden Fall bin ich dann in dieser Richtung aus einem gecrashten Auto, ich bin in ein geparktes Auto reingefahren und dann habe ich Panik gekriegt und bin Richtung Wald gerannt. Immer noch in die Richtung. Und ja, es wird noch crazier. In den Wald bin ich dann gekommen und dann hat die Stimme mit mir weiter so geredet, dass Gott ist. Ich habe einen Wanderstab gehabt mit so Punkten oben. Da hat die Stimme erst einmal gesagt, das ist ein vergifteter Stab, den Jesus schon benutzt hat. Habe ich natürlich geglaubt, dann bin ich immer mit den Stäben, ich habe ihn in den Kreis gedreht wie ein Flowerstick und bin eben den Stab gefolgt quasi. Und die Stimme hat immer mit mir geredet, ich habe auch mit Jesus reden können. Und dann hat die Stimme, wie ich eine Pause gemacht habe, zu mir gesagt, jetzt muss ich da was Wichtiges sagen, so in der Art, und zwar die Wahrheit. Sie muss alles richtig machen, du musst das wiederholen immer wieder. Sie muss alles richtig machen. Jesus und Gott, es waren mehrere Götter, das muss ich euch auch noch einmal genau erklären, es war nicht nur ein Gott. Aber der eine, sagen wir mal, der Urgott,
Das ist auch ein bisschen, das geht dann noch mehr in die Tiefe, das kann man gar nicht gut erklären, aber wurscht, ich versuch's. Der Urgott hat gesagt, er muss alles richtig machen. Jesus und Gott, unser Gott, der direkt auf unsere Welt aufpasst, sie werden alles richtig machen. Und ich bin quasi, ich sollte alles richtig machen. Das ist eigentlich ganz interessant, wenn man so darüber nachdenkt. Da kann man darüber philosophieren, vielleicht machen wir das auch mal in einem Livestream. Und ja, ich will jetzt nicht darüber philosophieren, ich will einfach die Geschichte erklären. Auf jeden Fall bin ich immer weiter gegangen durch den Wald. Und dann das muss ich auch noch erklären. Also, ich habe immer wieder mit den Stimmen geredet, die ganze Zeit. Ich bin stundenlang gegangen, ungefähr 3 Stunden war ich unterwegs oder so, kein Plan. Hat sich so angefühlt wie eine sehr lange Zeit und ich bin wirklich weit gegangen. Und wir haben halt viel geredet. Und am Schluss haben wir gesagt, Jesus hat das geschafft. Du musst nur mehr den Berg, den er sieht. Also es geht darum, ich habe das Bild leider nicht mehr, aber ich habe ein Bild am Handy gehabt von einem Universum, was sich öffnet. Und ein Berg, wenn ich es finde, werde ich es einblenden. Und ich habe halt den Berg wirklich gesehen dann und mit Stecken. Und ich wollte darauf gehen auf den Berg, dass ich den Urgott erlöse, dass er nicht mehr muss. Dass er nicht immer wiederholen muss. Es hört sich alles ziemlich verrückt an, wenn man es so nochmal erklärt. Und es ist eigentlich leicht drüber zum Reden öffentlich, aber ich versuche es trotzdem für euch, weil es interessant ist einfach, was in einer Schizophrenie alles passieren kann. Auf jeden Fall wollte ich den Berg raufgehen und den Urgott, den ersten Gott quasi, befreien von seinen, dass er alles machen kann, was er will, dass er einfach das Unmögliche passiert und dass er machen kann, was er will, dass er frei ist quasi. Und ich habe mir die Aufgabe genommen, yes, mache ich, wenn ich eine Chance habe, dass ich den befreie. Ich habe es ja wirklich geglaubt, dass das geht. Deswegen habe ich mir gedacht, am Anfang habe ich gehen müssen für Jesus und den ersten Gott, oder vielleicht nur für Jesus, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden Fall bin ich den ärgsten Weg gegangen, immer. Ich habe den schwierigsten Weg ausgesucht, weil dann hat mir die Stimme gesagt, ich muss nicht mehr weitergehen, sie müssen das auch nicht noch mehr durchmachen, was sie schon erlebt haben. Also er muss nicht mehr gekreuzigt werden, das wird alles überspult quasi, weil es nicht wieder von Anfang an anfängt. Auf jeden Fall, es ist kompliziert, wenn ich so drüber rede eigentlich. Auf jeden Fall bin ich selbst, wie mir die Stimme gesagt hat, die Muss-Stimme, dass ich fertig bin, sie sind frei, bin ich trotzdem einen schwierigen Weg gegangen. Ich hab's ein bisschen drauf. Wir haben auch Spaß gehabt, okay? Ich muss einfach sagen, wir haben auch Spaß miteinander gehabt und es war sehr freaky jetzt im Nachhinein. Auf jeden Fall bin ich immer weitergegangen und am Schluss war halt der Berg und ich hätte auf den Berg gehen sollen. Und dann hat er gesagt, oben auf dem Berg, eigentlich wäre es wurscht gewesen, welcher Berg, aber wenn ich auf den Berg gehe, das dauert lang und dann ist er befreit. Ich muss irgendwas Unmögliches machen. Auf jeden Fall soll ich ihn stecken dann auf dem Berg zerbrechen in 2 Teile. Und das war die Basis da hinten. Hätte ich machen sollen, wenn ich den Berg erreichte. Er hat gesagt, ich muss immer nur geradeaus gehen und dann bin ich durch ein Dorf gegangen mit meinen Stecken, habe meine Brille kaputt gemacht, keine Ahnung warum. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht mehr so genau. Auf jeden Fall bin ich weitergegangen mit den Stecken durch die Stadt, habe aber Leute gesehen, die haben mich blöd angeschaut, klar. Auf jeden Fall, dann geht's weiter. Dann auf einmal war eine Abzweigung. Ich hätte nach rechts einen Wanderweg gehen können und nach links auf der Straße bleiben. Und ich habe mir gedacht, gehen wir nach links. Da komme ich glaube ich gescheiter hin. Dann war meine Band da. Und dann habe ich nicht mehr gerade ausgehen können. Bin ich so weitergegangen. Und dann bin ich so gegangen, wie man es auf der Linie hier sieht. Und bin tatsächlich da in meinem Dorf wieder rausgekommen. Ich bin da durch irgendeinen Grund wieder rausgekommen. Das war schon was Unmögliches für mich. Auf jeden Fall auf der Brücke habe ich dann den Stab zerbrochen. Er hat gesagt, ich soll ihn in 2 gleiche Teile brechen. Habe ich natürlich gemacht. Und was passiert? Die ärgste Halluzination war, wo ich dann komplett drin war. Es waren nicht nur 2 gleich große Stecken, sondern unterm Brechen ist ein 3. Stecken auch am Boden gelegen, den ich aufgekommen habe. Ich habe ihn gespürt, er war da, der Stecken. Ich habe ihn aber noch nicht mitgekommen, ich habe auch noch geschaut, ob es gleich groß sind. Es waren 3 große, gleich große Stücke vom Stecken mit einmal Brechen. Und
Das war, dann bin ich einfach, hab die Stecken in die Brücke, unter der Brücke gehabt, also im Fluss rein, und bin nach Hause gegangen, wo natürlich schon meine Familie und die Polizei gewartet hat. Das war natürlich sehr ungut. Erstmal habe ich Drogentests und so machen müssen, weil die Polizei ist gekommen, weil ich das Auto gecrashed habe. Das war der Anfang der Geschichte. Auf jeden Fall war ich dann wieder zu Hause. Ich habe noch viel mit der Dings, es geht eigentlich noch tiefer, ich könnte das noch viel mehr ausbauen, das Video. Aber ich will einfach einmal an der Oberfläche kratzen, weil mich das irgendwie, wenn ich drüber rede, das macht es zwar irgendwie besser, aber es hört sich so verrückt an und so. Und ich kann auch nicht wirklich gut über diese Erlebnisse reden, das war ein schlimmes Erlebnis. Jeder aktive psychotische Schub ist nicht nur ein schlimmes Erlebnis für einen, und für einen selbst ist ja meistens ein gutes Erlebnis, man fühlt sich gut einfach. Aber was man seinen Mitmenschen antut, das ist natürlich schrecklich. Und natürlich habe ich die zwei Autos, die gecrashten, bezahlt. Mit meinem Geld. Hat ein bisschen gedauert, aber ich habe es abbezahlt. Und ich bin nach Mauer gekommen. Und da habe ich auch noch mehr verrückten Scheiß erlebt. Aber ich glaube, das ist jetzt genug für mich fürs Erste, für Storytime. Storytime über die Schizophrenie reden. Tipps geben und so ist viel einfacher über das Reden. Aber direkt darüber reden, was einem selbst passiert, das fällt sogar mir noch sehr schwer, obwohl ich schon ziemlich weit bin mit meiner Psyche. Aber ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Und ich bin raus. Peace out.